Ja, more like it. War etwas besser. Bisschen. Eigentlich schon, momentan ist wirklich eine gute Phase. Ja. Das erste Mal im Winter wirklich. Ich habe da vor 3 Jahren Asthma gekriegt, dann war alles schwierig. War immer mein Vorteil war eigentlich meine Athletik. Jetzt den ganzen Winter mal ohne irgendeiner Verletzung wirklich auch durch mit dem Theraband und mit so Gewicht und so. Und das, jetzt bin ich doch schon über 50. Ja, jetzt geht es langsam los. Jetzt muss man eigentlich mehr aufwenden dafür, um das zu halten. Richtig. Aber das macht mir nichts. Also ich übe gerne. Sehr gut, ein sehr schöner Aufschwung. Die einzige Sache, das auffällig ist, und das ist nicht falsch oder negativ, ist eben die, nur für dich, für die Kamera, jetzt ist eben, dass du eine leichte Änderung in der Spineangle hast beim Ausrollen, die Schulterebene bei dir wird ein bisschen steiler. Okay. Ist nicht falsch, ist kein Fehler. Hast du das gewusst? Das ist im Grunde genommen, wir haben jetzt wirklich daran gearbeitet, mit dem Bruder sagt, früher war es dieses Laid-Off, oder sehr viel. Jetzt versuche ich wirklich hier oben zu sein, okay, und den Probeschwung ein bisschen zu übertreiben, dass ich sage, ich kann wirklich hier. Ja, okay, so die Linie genau, wir sagen wirklich von schön hier wirklich laden, dann, so. Und, aber das ist wirklich, dass ich sage, die, wobei jetzt durch das, dass ich wieder etwas flexibel bin, versuche wirklich auch mehr Raum und mehr Schwung reinzukriegen. Ja, ja. Und dann kann natürlich sein, dass ich sage, das habe ich schon gemerkt, dass wenn ab und zu aber es so ist, dass es so übertriebenes Gewicht nach vorne geht. Geht wirklich um dem jetzt, ja, genau. Es geht darum, dass du nicht nach vorne gehst. Ja, genau. Aber das wäre zumindest warm. Wahrscheinlich keine Ausnahme, aber trotzdem, so wie das da gewesen. Genau. Ja. Und wenn die Bewegung natürlich so ist und du gehst mit dem Oberkörper näher zum Bahn, ja, genau. Das wollen wir nicht. Ja. Das ist wirklich, ich habe Phasen, wo das dann kommt, wo ich dann aber weiß, ich bin beim Holt Baker, und wir haben wirklich das Ball anvisieren und auch bei mir am Ball vorbei. Ja, okay. Und dann wirklich, dass ich, aber ich merke es halt wirklich, dass ich, okay, ich falle ein bisschen vor. Und das ist natürlich, weil zuerst habe ich gedacht, okay, ich komme jetzt so von außen oder so. Ich sage, du kommst nicht von außen, ist ab und zu das Gewicht halt vorfallen. Ne? Und das beruhigt dann natürlich schon, weil ich habe ja praktisch sonst immer so Striche rund um den Ball.